gern direkt an all die Befürworter richten, also denen ich wenig Argumente immer bringen muss, warum man mit Ja stimmen soll. Für die Skeptiker haben wir eigene Videos. Den Befürwortern, die würde ich wirklich, wirklich um Folgendes bitten. Die entscheidende Frage bei dieser Abstimmung, ob sie mit Ja oder Nein ausgeht, wird sein, ob wirklich alle, die eher dafür sind, dass es so ausschaut, A, wirklich die Befragung mitmachen und B, die nächsten Tage und Wochen intensiv nützen, um in ihrer Bekanntschaft, um Freunde, um Menschen, die in diesem Bezirk wohnen, zu überzeugen, worum es geht. Was vielleicht ein Fehler war, in den letzten Monaten haben sich sehr stark Gegnerinnen und Gegner artikuliert, mit sehr vielen Argumenten, mit bedenkenswerten und teilweise auch absurden Argumenten, warum das schlecht ist und warum das wieder so sein soll wie vorher. Ich würde es dringend appellieren an jene Befürworterinnen und Befürworter, bitte nicht nur hingehen, was eine Selbstverständlichkeit ist, beziehungsweise hingehen muss man ja gar nicht, es reicht, wenn man zu Hause ausfüllt. Ab 17. Februar werden die Fragebögen in die Haushalte geschickt, aber viel wichtiger noch, überzeugen. Bei mir würde man sagen, ja gut, ist ein Grüner, was soll er denn sonst tun? Ich bin aber überzeugt, bin auch Anrainer, werde auch abstimmen. Bitte überzeugt eure Freunde, das Wirtshaus, das Beisel, den Friseur, den ich besonders dringend brauche, überzeugt, damit es eine Mehrheit gibt. Es ist knapp, es ist eine umstrittene Geschichte, aber nur wenn die Befürworter auch wirklich sich bemühen, dass es eine Mehrheit gibt, kann dieses Projekt in wenigen Monaten umgesetzt werden. Dankeschön.